Ich bin Benjamin Eckel. Ich bin jetzt frisch dabei, Zeitzeit zu werden und Eigentümer der Rahnestraße 10 und dabei das Haus zu renovieren und wiederzubeleben. Ich habe vor allem ein großes Interesse an Architektur und an Geschichte und das finde ich einfach unfassbar spannend in der Stadt. Und auch die ganzen Initiativen, also von Kloster Poser über Freiraumgeister und Nudelfabrik bis hin zum kulturellen Angebot, habe ich da einfach sehr viel Potenzial gesehen und das verbindet mich, glaube ich, mit der Stadt. Ich bin als Student ein bisschen rumgereist in Sachsen-Anhalt und habe mir verschiedene Mittelstädte angeguckt und habe dann überlegt, also ich war unter anderem auch in Bernburg und Weißenfels und habe dann überlegt, wo ich gerne ein Projekt starten wollen würde. Und ich hatte auch einfach das Glück, dass hier das Haus zu dem Zeitpunkt frei war und die damaligen Eigentümer das Haus auch loswerden wollten. Also da bin ich dann auch einfach zu einem guten Zeitpunkt, sag ich mal, an das Haus gekommen. Das wäre zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nicht möglich gewesen. Ich habe viele Lieblingsorte. Ich finde das Rathaus wunderschön. Sowohl der gründerzeitliche Teil als auch der tatsächlich ältere Teil oder das Schloss Moritzburg mit Domhof, hier die Straße runter, das finde ich wunderschön. Die Messerschmiedestraße gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich finde auch die Teile der Stadt sehr schön, die noch nicht fertig sind. Also davon gibt es mehr als genug. Wo man einfach noch, ich sag mal, ein bisschen kreativ sich im Kopf ausmalen kann, was daraus werden könnte. Ein Stück weit auf jeden Fall, aber ich bin vor allem noch dabei, es zu werden. Also das kommt noch. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, was hier noch alles passieren wird. Hoffe, dass das mit dem Bauprojekt auch alles klappt und dass ich dann auch irgendwann wirklich Zeit sein werde. Aber ich freue mich, es zu sein, wenn ich es dann mal bin.